In den letzten Jahren haben viele Institutionen und Verbände vor einer dramatischen Zunahme der Altersarmut gewarnt. Wir haben verschiedene Experten zu diesem Thema befragt. Ja, als arm gilt man in unserer Gesellschaft heute, wenn man unterhalb einer Schwelle von 60% des durchschnittlich verfügbaren Haushaltseinkommens bleibt. Das sind heute für einen Ein-Personen-Haushalt 925 Euro. Das ist der Betrag, mit dem im Grunde die gesamten notwendigen Lebenshaltungskosten abgedeckt werden müssen. Wohnen, Ernährung, Bekleidung, Urlaubsreisen, Transportmittel, Ausgaben für Bildung und so weiter. Also komplett davon muss man leben. Und das ist die Schwelle, die heute als Armutsgrenze gilt. Wenn wir uns die heutigen Rentner anschauen, dann muss heute schon ein Durchschnittsverdiener 36 Jahre Beiträge in die Rentenversicherung einzahlen, um eine Rente zu bekommen, die eine Höhe, die auf Höhe dieser Armutsschwelle liegt. Wir haben heute eine andere Erwerbstätigkeit. Man spricht immer von der prekären Beschäftigung, vom Lohnniedrigbereich. Der hat halt zugenommen. Früher hatten wir ein Normalarbeitsverhältnis. Das heißt, jemand hat seine Ausbildung im Betrieb gemacht, hat da gearbeitet und ist in Rente gegangen. Heute haben wir brüchige Erwerbsbiografien. Das heißt, die Leute, die machen mal einen befristeten Job, die machen mal einen Minijob und dann haben sie wieder Zeiten von Arbeitslosigkeit. Die können diese Rentenzeiten gar nicht richtig anschaffen für ihren Lebensabend. Naja, wir hatten lange Jahre die Situation, dass die Renten an die Löhne gekoppelt waren. Das ist heutzutage nicht mehr so, sondern durch verschiedene Abschlagsfaktoren ist selbst bei positiver Lohnentwicklung eben keine positive Rentenentwicklung zu verzeichnen. Das heißt, lange Jahre sind die Renten letztlich nicht angepasst worden, sondern stagnierten auf dem gleichen Nominalniveau. Und faktisch heißt das weniger Kaufkraft als noch vor einigen Jahren für viele Rentnerinnen und Rentner. Also grundsätzlich ist es so, dass wir heute ja die Grundsicherung im Alter haben, die ein Leistungsniveau beinhaltet, das vergleichbar ist der Sozialhilfe und den Leistungen des SGB II, also Hartz IV. Also die Absicherung ist hier etwa auf gleichem Niveau. Allerdings, wenn wir uns die durchschnittlichen Beträge anschauen in der Grundsicherung im Alter, dann liegen die im Jahr 2008 mit 634 Euro weitaus niedriger als die Armutsschwelle im gleichen Jahr. Die lag nämlich für Ein-Personen-Haushalte bei 925 Euro. Der Beitrag zeigt eindrucksvoll, dass Altersarmut ein wichtiges Thema ist und in Zukunft für alle unausweichbar sein wird.